Hallo Leute und willkommen zurück zu Sticker Driving. Ich habe Dingens, machen wir mal auch Motor an. Radio angemacht, heute mal ein bisschen Musik. Ich spiele ein Audi S4 Automatik. Ich habe Lenkrad und Pedale angeschlossen, habe aber leider keine Kupplung Pedal. Deshalb spiele ich Automatik. Nicht weil ich zu dumm bin zum Schalten, nein, ich habe keinen Schalt. Den kannst du mit Knöpfchen schalten, das ist scheiße. Ich habe zwar Schalttypen hier, wie ihr jetzt auch sehen werdet. So, erstmal anschneiden würde ich sagen. Licht an. Und Handbremse lösen, oder? So. So, da geht es ja nur in die Richtung. Ich habe keinen Unfall gehabt, das Spiel. So, da fahren wir ein bisschen durch die Stadt. Ich habe jetzt gedacht, ich fahre einfach mal so 15-20 Minuten einfach bloß rum. Weil City... bleibst du auf der Spur. Car Driving hat mir wirklich schon Spaß gemacht jetzt die letzte Zeit. Ich weiß nicht, ich habe auch den Fahrsimulator 2009 sehr viel gespielt. Ich mag solche Fahrspiele. So, geben wir mal Gas, würde ich sagen. Und schauen wir mal 100 oben drauf. Also der S4 hat richtig Power. Ich spiele übrigens die türkische Version, bleibst du stehen. Nee, ich habe mir so ein Modpack runtergeladen. Modpack, ein Autopack. Da sind irgendwie 20 Autos, da ist der auch drin. Ich war dann immer zu faul, diese Datei umzuschreiben. Da habe ich mal geguckt, gibt es sowas? Gab es auch. Ich finde, die Übersetzung ist noch nicht 1:1. Kann man das irgendwie einstellen? Settings, Controls. Die Sensitivität. Also mal ein Stückchen zurück. So, continue. Ja, wird ein bisschen langsamer. Warte mal. Oh, jetzt geht er wieder nicht an. Ich hab die Handbremse angezogen. Dann seht ihr auch, was der für eine Wucht hat, der Motor. Könnt ihr mal drauf treten. Dann haben wir 120 auf dem Tacho. Also der Motor hat richtig Vorschub, richtig Wucht. Ich weiß gar nicht, wie viel Hubraum der hat, wie viele Pferdchen. Weil das ist immer. Das ist leider türkisch nicht lesbar. Also ich bin nicht der Türkischmann. Oh. Geht's denn hier runter? Wir fahren einfach mal hier runter. Oder auch nicht. Ups, oh, Entschuldigung. Was hupst denn du? Oh, man sieht nichts. Ja, fahr da mit 10 hier durch die Kurve. Golf, aber Gas. So, und nein, ich würde auch nie so in Realität fahren. Das mache ich nur im City Car Driving. Dann fahren wir hier runter. Fahren wir den Offroad-Weg. Wow, ist jetzt nett schon. Wir schaffen im Gelände und das ist abkackt. Ja, ein bisschen über 100 hat man. So, jetzt muss ich auch bremsen, sonst bin ich wieder vom Baum. So,
Also immer schön leicht Gas geben. Okay, also Bodenwellen sind nicht so dem Auto sein Freund. Da müsste ich mit dem Q7 durch, das ist wahrscheinlich dann besser. Oh, scheißegal, wir fahren das jetzt mal. Ach ja, habt ihr die Xbox-Präsentation geguckt? Ich habe sie ja am Livestream übertragen. Ich muss sagen, Microsoft hat wenigstens mal eine gute Präsentation geliefert. Die haben zwar noch viele Geheimnisse. Die Katze ist zwar jetzt auf dem Sack, Xbox One. Aber trotzdem hätten sie mehr sagen können, finde ich. Aber es war schon mal deutlich besser als die Sony-Konferenz. Die machen ja jetzt auch irgendwann 3 Uhr früh. Eine, die übertrage ich natürlich nicht live, aber mal gucken, ob ich sie mir anschaue. Ob ich Zeit habe, oder ich habe jetzt sowieso 3 Wochen frei. Da müssen wir auf der Bremse. Prüfungsvorbereitung. Mehr Konsultation, wie das heißt. Ne, wir fahren auf Drive. Auf dem, man kann ja hier auch noch so. Aber das ist mir nix. Ich hab einen Unfall, ich mach doch gar nix. Ja, der hat auch nicht so viel Freiheit. Aber oh, er sieht schön aus. Ich hätte auch gerne noch einen A4 gehabt, das sind. Hat der Parksensor vorne? Das mag ich überhaupt nicht. Bin ich ja voll der Meinung, wer Parksensor vorne braucht, da kann ich Auto fahren. Also hinten habe ich nichts dagegen. Die müsste man auch funktionieren. Es gibt einen Lexus, der hat eine Rückfahrkamera. Das haben die irgendwie schaffen wir da, aber ich krieg den Mod nicht installiert. Dieser hässliche Mod Installer funktioniert nicht. Seitdem ich die Tückisch gewesen habe. Ihr seht da unten links. Ist das bei euch links? Ich weiß nicht, wie ich schneide. Was ist denn da unten? Mein Gas. Hier das Gas, was ich jetzt gerade bewegt hat, ist die Bremse. Da ist der Lenkeinschlag da drüber. So, gehen wir mal wieder rein ins Cockpit. So, oben rechts ist ja mein Logo. Oder mein Wasserzeichen, nennt wie es wollt. Was ist denn hier? Mensch, bleib doch mal im Cockpit. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin aufgesetzt. Ich muss mit Verschwung hier durch, denke ich mal. So, und jetzt mit Schwung und Go. Boah, es hat einen Untergrund. Das arme Auto. Wenn sie mir mal das Multi-Display anmachen, reinbotten können. Oh, der hängt so gut am Gas, ey. Das haben sie geil gemacht, ey. Der fährt sich wirklich Gold. Oh, das DSG, ist das eigentlich ein DSG, was der Audi hat? Eigentlich schon, DSG ist eigentlich Standard bei Audi, VW, Skoda. Ich habe gerade gesehen, das ist ein Frontradtriebler. Das ist nicht mal ein Quad.
Elektro. Ja, Left Turn Signal, ich habe jetzt gerade andere Sorgen als. Als dass ich hier auf den Blinker achte. Ach, da ist wieder mein Lieblingsbug. Ah, der ist immer toll. Guckt. Habe ich schon so oft gehabt. Dann einfach die Räder wechseln. Musst du exiten. Kannst ja auch noch einen Starting Point auswählen. Diesmal gehen wir auf die Mountains. So, und danach dürfte es eigentlich wieder funktionieren. Das ist ja immer so. Aber ich sag mal so, das Spiel macht mit Lenkrad noch mehr Spaß. Es ist nicht was für jeden. Ich hab ein Faible für sowas, für solche Autospiele. Anschneiden. Bremse treten. Driving Mode rein. Blinker setzen. Licht an. Und losfahren. Da haben wir schon wieder 100 auf dem Tacho. Jetzt zumindest. Ne? Jetzt. Guckt ihr eigentlich auch wie ich auf das Autotacho oder oben links das eingeblendete? Ich fahre 90, ist ja also. Limit, warum bleibst du da einfach stehen? Oh ne, jetzt muss ich warten. Ich frage mich manchmal, ob der den Blinker nicht akzeptieren will. Ich habe ihn doch angehabt. Komm, wir ärgern mal einen Gegenverkehr. Kann ich halt auf die Bremse gehen, weil die sich hier nicht aus. Und hupsten. Ich habe alles unter Kontrolle. Boah, würde ich irgendwo aus dem OS-Profil rausfahren. So, und da überholen wir nachher einen Bus, der blockiert wieder die ganze Straße. Und da fahren wir gegen die Leitplanke, so wie das sein muss. Oh nein, dann ich habe wieder den Bug. Ja, das, ach, das ist wieder dieser lustige Bug. Ich habe bis 250 voll Beschleuniger ohne Rund. Oh, das ist so geil. Oh, geil. Start again. Das hilft auch. Hilft das? Nee, seht ihr, muss ich doch wieder exiten. Ach man. Wir können mal ein anderes Auto fahren, nicht immer nur dasselbe. Ja, wir fahren mal ein Cabrio, ein S1160 AMG. 6 Liter Hubraum. Ach du Scheiße. Wie zieht das Ding? Hatte ich das nicht schon mal im Livestream angehabt? Ich empfehle euch immer mal zu gucken, ich lade immer ein Ankündigungsvideo hoch. Zumindest fast immer. Manchmal habe ich auch keinen Bock. Kann euch nur empfehlen, immer mal reinzuschauen. So, anschneiden, zack, zack. Blinker. Ne, der geht aber rot vorwärts. Aber mir gefällt die Sitzposition noch nicht. Tut mir leid, ich muss gerade den Sitz einstellen. Ich bin viel zu weit vorne. Ich muss aber so einstellen, dass ich nach die Scheibe sehe. So. Ja, jetzt die. Ja, könnte ich mir schon wieder fast denken, wenn ich den Sitz dann wieder sehe, dass es mich durchdrückt.
Also die Tachos stimmen nicht gerade gut überein. Also nicht von der Geschwindigkeit her, nein, von der Drehzahl her. Bremst du auch, Auto? Okay, der wird irgendwie ein bisschen buggy. Komm, fahr! Komm ich hier vorbei an der Seite? Ja, gerade so. Der fährt sich komisch. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten City Car Driving Video. Wieder rumcruisen. Das sind solche Videos, die mir auch Spaß machen beim Aufnehmen. Wenn ich Minecraft spiele, da zwinge ich mir, muss ich mir immer selber zwingen zum Aufnehmen. Das hier muss ich nicht zwingen, das macht wirklich auch Spaß. Und deshalb sage ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, sen, sen, sau, sen, sen. Da übrigens tückisch Wissung.